Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da letztens mein P30 Pro versus P40 Pro Video doch relativ gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich besorge mir jetzt nochmal den Nachfolger vom P30 Pro namens P40 Pro, mit dem ich hier gerade filme für euch und tue das Gerät mit dem P30 Pro nochmal ordentlich vergleichen, auch von der Qualität, von der Verarbeitung, vom Gewicht her, von der Kamera her und von der Performance. Heute fangen wir damit an. Ich habe heute mal ein paar Bilder zu den Gehäusen und zu der Performance gemacht und auch mal ganz kurz bin ich auf das Zoom-Feature der Kamera eingegangen. Aber wie gesagt, einen richtigen Kameravergleich, den mache ich noch später. Ich würde sagen, jetzt geht's los. So, da fangen wir mal im Vergleich mit den Displays an. Und zwar haben wir links das P30 Pro, rechts das P40 Pro. Ihr seht, dass bei dem P40 Pro die Ränder ringsrum um das Display nochmal deutlich geschrumpft sind. Man hat beim P30 Pro unten doch noch einen deutlich schwarzen Rand, auch oben. Das ist beim P40 Pro anders geworden und deutlich besser. Auch ist das Display etwas gewachsen auf 6,58 Zoll beim P40 Pro. Das sieht man hier. Schauen wir uns mal zusammen die Gehäuse oben an. Und zwar habt ihr oben bei beiden Geräten die Infrarotmöglichkeit, um TV-Geräte oder andere Geräte über Infrarot zu steuern. Ein zusätzliches Mikrofon. Beim P30 Pro ist oben die Kante noch etwas abgeflacht, auch unten, so dass ihr das Gerät quasi auf den Tisch stellen könnt, was beim P40 Pro alles jetzt wieder abgerundet ist, was da nicht mehr möglich ist. Hier seht ihr, dass die Kameraaussparung hinten deutlich weiter raussteht beim P40 Pro als beim P30 Pro. Unten ist auch im Endeffekt dasselbe, der SIM-Karten-Slot inklusive USB-C, Mikrofon und einen Lautsprecher. Leider hat auch das P40 Pro keinen Stereo-Lautsprecher. Das ist schade, gerade in dem Preissegment und jetzt auch noch ohne Google-Dienste. Am Rahmen ringsherum gibt es auch keine großen Unterscheidungsmerkmale. Einzig beim P40 Pro sind links und rechts nochmal Unterbrechungen, wahrscheinlich für die 5G-Antenne eingebaut. Sonst rein optisch genau dasselbe. Das P40 Pro liegt deutlich angenehmer in der Hand, aber ist auch deutlich schwerer. Auch beim Kameraelement gibt es keine großen Unterschiede, nur dass jetzt beim P40 Pro das Kameraelement deutlich breiter gezogen wurde, obwohl im Endeffekt fast dieselben Sensoren verbaut sind. Hier jetzt nochmal das P40 Pro einzeln zum Anschauen. Das Display ist natürlich eine Wucht, gerade durch die geschwungenen Kanten auch nach unten und nach oben zu, wirkt es wirklich sehr schön und sehr groß. Dadurch hat man auf derselben Fläche wie beim P30 Pro doch noch mehr Display zum Anzeigen. Wie gesagt, ringsrum ist es durchaus schön abgerundet. Das liegt dadurch deutlich besser in der Hand, aber im Großen und Ganzen ist es halt auch deutlich dicker und auch etwas schwerer. Es sind, glaube ich, 9 mm dick, genau, und das P30 Pro, wenn ich das erst nochmal zeige hier, das sind halt nur 8,4 mm. Das ist nicht viel, aber es merkt man halt. Es ist doch deutlich dicker, wenn es auf dem Tisch liegt oder so, also es macht schon was aus. Wie gesagt, das Design des P30 Pro gefällt mir dann doch etwas besser, aber das ist eine reine Geschmackssache. Mir wäre es für mich interessant, was ihr davon haltet, welches Design ihr bevorzugt. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. So, jetzt schauen wir uns mal die Entsperrgeschwindigkeit von den Fingerprint-Sensoren an. Ihr seht, der Unterschied ist marginal. Klar, beim P40 Pro geht es etwas schneller, aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Entsperrgeschwindigkeit nicht wirklich. Manchmal geht es sogar beim P30 schneller, also das nimmt sich fast nichts. Wo doch der Unterschied ist, ihr seht es ja auch hier, beim P40 Pro liegt der Fingerabdruckscanner deutlich höher. Ich habe mich jetzt über die längere Zeit mit dem P30 Pro so dran gewöhnt, dass der da unten ist. Also das ist dann schon wieder eine Umstellung, aber man gewöhnt sich da sicherlich schnell dran.
So, dann machen wir jetzt mal noch einen Performance-Vergleich. Ihr seht ja, ich habe bei beiden Geräten keine Apps im Hintergrund geöffnet, aber vorher möchte ich euch noch kurz zeigen, wie die Geräte wackeln durch die unterschiedlichen Aussparungen der Kamera. Und zwar beim P40 Pro ist es natürlich relativ stark, da die Kamera relativ weit raussteht. Beim P30 Pro ist es marginal, da hält es sich in Grenzen, nur wenn man unten rechts ein bisschen drückt, dann klappert es ein kleines bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es doch relativ wenig. Beim P40 Pro ist es doch schon arg. Das vergleicht sich dann aber im Endeffekt wieder aus, wenn ihr eine Schutzhülle benutzt oder sowas. Aber es gibt ja auch viele, die halt keine Schutzhüllen benutzen wollen, und da wollte ich es halt nochmal sagen. Jetzt aber zur Performance. Die Kamera, habt es gerade gesehen, die öffnet genauso schnell wie beim P30 Pro. Das nimmt sich nicht viel. Instagram, das öffnet dann doch etwas schneller. Da merkt man dann doch vielleicht den Unterschied vom 990er zum 980er Kirin. Twitter, marginale Unterschiede. Der 980er war damals schon relativ performant, dementsprechend nimmt sich das hier alles nicht viel. Ich meine, wer natürlich wirklich wichtig das nimmt, dass Applikationen im Millisekundenbereich dann doch etwas schneller öffnen, der muss dann vielleicht doch zum P40 Pro greifen, aber für mich ist das nicht wirklich relevant, ob ich jetzt nur eine halbe Sekunde länger warten muss oder nicht. Aber es gibt welche Leute, die soll das ja manchmal doch interessieren. So, und jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen auf die Apps, die nicht zur Verfügung stehen durch das Google-Dilemma und den USA und China. Und zwar ist das zum Beispiel die eBay-App. So sieht das dann halt aus, wenn ihr die im Browser öffnet. Ihr könnt euch dann quasi Lesezeichen auf den Homescreen legen. Das hier ist YouTube Studio zum Beispiel. Es ist alles, ja, man kann es machen, es funktioniert alles irgendwie schon. Aber es ist halt für mich der entscheidende Punkt, warum ich jetzt das P40 Pro auch wieder verkaufen werde. Auch YouTube funktioniert im Browser, man kann das alles nutzen, wenn man sich damit arrangieren kann, ja. Aber es ist halt gerade jetzt hier bei YouTube, wenn man ein Video gucken mag, das kriegt man dann zwar schon vergrößert, aber ich zeige es euch mal hier so. Und dann kann man es nicht auseinander swipen. Man kann es halt nicht auf die ganze Größe des Displays machen. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich wirklich stören. Es ist schade. Hier jetzt schon erstmal ein erster Eindruck von den Zoom-Fähigkeiten des P40 Pro im Gegensatz zum P30. Ich mache natürlich noch einen ausführlichen Kameravergleich, damit ihr euch da auch noch ein Bild machen könnt. Das kommt dann in Teil 2. Aber hier seht ihr jetzt schon das Zoom-Verhalten des P40 Pro oder die Optik des Bildes ist dann nochmal etwas besser geworden als beim P30. Und auch hier in dem Bild, im Zoom-Bild, sieht man doch deutlich mehr Details beim P40 Pro. So, kurzes Zwischenfazit zum P30-P40 Pro-Vergleich. Die Geräte unterscheiden sich kaum, das habt ihr selber gesehen, rein von der Optik her, das nimmt sich fast nichts. Kamera steht hier ein bisschen mehr raus, das Gerät ist ein bisschen dicker, Display ein bisschen größer bei ungefähr gleichen Gehäuseabmaßen. Aber im Großen und Ganzen nimmt sich das alles nichts. Auch die Performance ist ungefähr auf demselben Level, hier Nuancen, da Nuancen, aber im Großen und Ganzen nimmt sich das auch nichts. Auch Fingerabdruckscanner, alles dasselbe im Endeffekt. Was hier ein wichtiger Punkt ist, für mich die Kamera. Also die, ehrlich, also das P30 Pro hat ja schon echt Maßstäbe gesetzt, aber das P40 Pro, das ist nochmal so ein... Uiuiui, also das holt dann nochmal einiges raus, das werdet ihr dann auch beim Vergleich dann sehen. Ich mache ja noch einen zweiten Teil, wo ich dann halt nur auf die Kameras eingehe. Also das ist schon eine Ansage. Ich finde,
Die Kamera hat nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Das ist mein persönliches Empfinden. Es können natürlich andere anders empfinden. Kommen wir zum Thema Google-Dienste. Das ist natürlich so eine Sache. Es gibt jetzt einen Umweg, wo man die Google-Dienste drauf bekommt. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe auch keine Play-Service-Fehlermeldung etc. mehr. Aber es gibt hier und da halt doch noch Probleme. Ich war eigentlich der Überzeugung, dass das Gerät eigentlich nichts für mich ist. Aber jetzt mit diesem Hack, in Anführungsstrichen, lässt sich da schon was rausholen. Es ist natürlich aber nichts für Otto-Normalverbraucher. Also diese Installation, es gibt zwar ganz gute Anleitungen im Internet, aber für jemanden, der sich noch nie mit der Materie auseinandergesetzt hat, ich würde davon abraten. Also da kann eigentlich nur was schief gehen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich in der Zwickmühle. Ich mache jetzt nochmal den Kameratest intensiv und dann werdet ihr sehen, wo sich auch noch die Kameras unterscheiden und dann werde ich mich dann zu dem gegebenen Zeitpunkt auch entscheiden. Ich liebe das Gerät, es ist echt nochmal eine echte Schippe drauf und da ich wirklich viel Wert auf die Kameras lege, uiuiui, echt schwer. Bis jetzt war ich wirklich der Überzeugung, das P30 Pro ist vollkommen ausreichend. Aber hier ist nochmal die Schippe draufgelegt, die ich brauche oder gerne hätte. Und jetzt ist es echt schwer für mich, da Nein zu sagen. Also, ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen einen Eindruck davon jetzt bekommen, wie die Geräte so äußerlich und performancetechnisch am Start sind. Wie gesagt, schaut euch den Teil 2 noch mit der Kamera an. Und ich hoffe, dass ihr auch dabei seid, wenn ich mich dann vielleicht doch für das P40 Pro entscheide. Wir werden sehen. Also bis dahin, euer Techno. Ciao.